Oma, Mama und Kind in dunkler Kuhle versammelt sind. Sie sind eine Hasenfamilie, draußen fegt und pfeift der Wind, das Kind, das heißt Ottilie. Man hört, wie es blitzt und kracht und zischt und in der Kuhle das Licht verlischt. Und alle beginnen zu zittern, außer Ottilie, der macht es nicht, wenn draußen Gewitter gewittern. Uroma murmelt ganz still vor sich hin. Ach, früher, da lief ich mit fröhlichem Sinn bei Wetter hinaus aus der Kuhle. Ich hatte ja, dass ich gewitterfest bin, gelernt in der Häschenschule. Häschenschule, es strahlt vor Glück die Oma. Mit warmen Gefühle denkt sie an goldene Zeiten zurück. Vergisst das Schlechte im Augenblick, die Mädchen nur immer brav im Rock, der Lehrer immer streng mit Stock, und doch, sie denkt ganz ohne Schock. O wonnige Häschenschule! Uroma schneidet aus dünnem Papier Figuren und fängt an zu spielen. Und so, liebe Kinder, zeigen auch wir die Häschenschule von damals hier und wünschen euch Spaß dazu. Viele. Mama? Schule? Noch nicht. Es ist doch erst um 4. Schlaf noch. Mama? Schule? Noch nicht. Es ist doch erst um 5. Schlaf noch. Mama? Schule? Noch nicht, es ist doch erst um 6. Schlaf noch. Friedrich, aufstehen, gleich beginnt die Schule. Friedrich? Friedrich, aufstehen! Friedrich, wer so lange schläft, kommt nicht in die Schule. Was? Ich darf nicht in die Schule? Ich meine, wer so lange schläft, kommt erst in der Schule an, wenn sie schon vorbei ist. Ach so, wo ist meine Hose? Wo ist mein Schulranzen? Frühstücke erst. Ja, Mama Hase. Und dann putz dir die Nase mit dem Kohlblatttaschentuch. Nimm es mit und nicht vergessen. Ja, ich dachte, es wäre zum Essen. Nimm auch deine Schiefertafel. Ja, Mama. Und kein Geschwafel auf dem Weg. Nein, laufe schneller. Ja, Mama. Bis zu der Quelle, wo die Tannen stehen, die Stelle dort im Walde, wo es helle, ist die Schule für die Hasen. Ich renn los! Doch renn in Maßen, lebe wohl, jetzt musst du gehen. Mütterchen, auf Wiedersehen! Zwischen Berg und tiefen, tiefen Tal saßen 1, 2 Hasen, fraßen ab das grüne, grüne Gras, fraßen ab das grüne, grüne Gras, bis auf den Rasen. Als sie sich nun satt gefressen hatten, legten sie sich nieder,
bis dass der Jäger, Jäger kam, bis dass der Jäger, Jäger kam und schoss sie nieder. Als sie sich nun aufgerappelt hatten und sich besannen, dass sie noch am Leben, Leben waren, dass sie noch am Leben, Leben waren, liefen sie von dannen. Ich kann's. Was? Das Gedicht. Welches? Das Ach Hase, die Nase, die hast du im Grase Gedicht. Das Ach Hase, die Nase, die hast du im Grase Gedicht? Genau das. Ach Hase, die Nase, die hast du im Grase Gedicht. Das kann ich auch. Sag mal. Hoch, wir kommen zu spät! Wirklich? Schaffst du's über diesen Bach? Denkst du denn, ich bin zu schwach? Oh, du wirst sehen, wie ich das mach. Das mach ich doch jeden Tag. Jeden Tag hab ich's gemacht. Das wäre doch gelacht. Hetzt mich bloß nicht gefragt. Mach mal Platz. Hopp. Na, kommst du? Na los. Hopp. Na siehste, geht doch. Ach, guck mal, die sind schon alle da. Weißt du, was wir heute in der ersten Stunde haben? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Naja. Der Lehrer wird uns das ja sagen. Bevor wir dem Lernen näher treten und rechnen und singen, wollen wir beten. Um was betet ihr? Setzen. Erste Stunde. Das einmal eins mit der drei. Wer fängt an? Ich. Einmal drei ist drei. Zweimal drei ist sechs. Dreimal drei ist neun. Viermal drei ist zwölf. Fünfmal drei ist 15. Sechsmal drei ist 18. Siebenmal drei ist 22. 23. 22. 23. Falsch. 7 mal 3 ist. Ist. Na. 7 mal 3 ist 21. Ja. Sehr gut. Nächste Stunde. Jetzt nicht. Nächste Stunde Pflanzenkunde. Welcher Hase sagt geschwind, welche Pflanzen essbar sind? Wer meldet sich? Ja. Kresse? Klee? Weißkohl? Und? Ein Kohl zum Essen mit Rot. Rot? Rotkohl. Ein Kohl zum Essen mit Rot. Rotbarsch. Wir haben Pflanzenkunde. Der Rotbarsch ist ein Fisch und das kommt morgen. Ein Kohl zum Essen mit Rot. Rot. Rote Bete. Rotkohl. Das wollte ich auch gerade sagen. Rosa Kohl. Erst melden. Bitte. Rosa Kohl. Rosa Kohl gibt's nicht. Gibt's doch. Gibt's nicht. Rotkohl. Gibt's doch. Gibt's nicht. Gibt's doch.
Nur rosa Kohl gibt es wirklich nicht, aber so etwas Ähnliches. Ja? Rosenkohl! Mhm. Grünkohl! Ja. Blumenkohl! Speckkohl! Kohlrübe! Sehr gut! Dritte Stunde. Jetzt nicht. Nun, das Gedicht. Wer kann's, frage ich Hans. Welches? Das ach Hase, die Nase, die hast du im Grase Gedicht? Genau das. Ich kann's. Lass hören. Aha, ach, mit Überschrift. Mit Überschrift. Ach, Hase, die Nase mit dem Gesicht zur Klasse. Bitte. Ach, Hase, die Nase, die hast du im Grase. Sehr schön. Aber das war doch erst die Überschrift. Weiter. Ach, Hase, die Nase, die hast du im Grase. Sehr gut. Und wer kann es noch? Ich? Bitte. Ach, Hase, die Nase, die hast du, du, in der Wiese. Ja, aber das reimt sich nicht. Ach, Liese, in der Wiese, da sitzt du und ich niese. Jetzt reimt sich's. Ja, aber Thema verfehlt und jetzt, du, Max. Ach, ja. Ich höre nichts. Ach. Na, das sagtest du bereits. Ach. Du wiederholst dich. Ach. Oh. Hasenmax kann das Gedicht schon seit 14 Tagen nicht. In den Karzer muss er nun. Ei, da kann er Buße tun. In der nächsten Stunde dann kommt die Tiergeschichte dran. Von dem alten Fuchs, dem Bösen, habt gehört ihr und gelesen, wie er leise, husch, 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 schleicht durch. Wiese? Ja. Wald? Und? Was ist das hier? Busch? Ja. Was frisst er gern, der Fuchs? Frisst ihr Tiere wie ein Luchs? Oder Pflanzen wie ein Hase? Frisst er Grünes dort im Grase? Ach, wenn er nur mich nicht frisst. Er ist schlau und voller List. Ja, er hat sogar was Kühnes. Eher selten frisst er Grünes. Und nach des Lebens ernsten Dingen wollen wir gemeinsam singen. Singen, dass die Sommerluft durchzieht nun ein schönes Hasenlied. Jetzt nicht. Oh. Minna, stimm an. Gut, ich gebe 3 Takte vor. Und 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3. Halt! Da fällt mir ein, ich wollte mich erinnern und ich sollte denken dran, was sehr, sehr wichtig. Morgen früh. Jetzt nicht ich. Hat es grad.
doch hab ihn das nicht schon wieder es vergessen. Nun, bevor ihr geht nach Hause, gibt's die Pause. Hurra, 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 hurra! In der Pause sollen grasen alle Hasen auf dem Rasen. Etwas laufen auf und nieder, um zu lockern alle Glieder. Aber hört ihr Hasenjungen, nicht so toll herumgesprungen. Macht's wie Mädchen, die tipptapp gehen zu zweit brav auf und ab. Soll man beim Gehen doch ein wenig vor sich sehen. Meine Hose muss ich loben. Darin kann man auch mal toben. Und sie hat den guten Zweck, dass man spielen kann im Dreck. Nun, das war große Pausenrunde. Nun beginnt die nächste Stunde. Jetzt nicht. Nächste Stunde Pflanzenkunde. Nicht dasselbe Pflanzenarten sehen wir hier im Schulgarten. Pflanzen gießen, Unkraut ziehen, sollt ihr plagen euch und mühen. Hier, Herr Lehrer, das ist Umhaut, wächst das Gewächs. Ja. Doch das ist Unkraut. Daneben in der Ackerkrume, klein bescheiden eine Blume. Diese schmückt gar schön die Wiese. Fritz, nun gieße, gieße, gieße. Wächst ja gar nicht, blöde Pflanze. Doch, nur langsam, schön im Kranze, wenn wir sonntags Ringelrein tanzen oder Häschen klein. Nächste Runde, Turnerstunde. Leibesertüchtigung ist der Zweck, wer fängt an? Ich. Gut, Paul ans Reck. Paul, und jetzt einschwingen. Ja, locker bleiben, an Höhe gewinnen und hoch und oben halten. Und hopp und... Na, das war knapp, Paul, das machst du nochmal. Schwingen, schwingen und achte auf deine Haltung und hoch und halten. Und, naja, etwas besser. Und nochmal ausschwingen. Ja, und an Höhe gewinnen und zum Handstand kommen. Ja, und höher und höher und hoch und hoch und hoch und hoch und fantastisch. Und ab. Paul, das machen wir gleich nochmal.
und hoch und hoch und hoch und stehen und stehen und Applaus für Paul. Es ist einfach, deine Haltung ist fantastisch, Paul. Und jetzt Übergang zur großen Welle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fantastisch, Paul. Und ab. Paul. Hä? Ab. Ach so. Paul, jetzt sehen wir von dir noch Stabhochsprung. Hä? Ja. Und hopp und rum und ab. Na, das habe ich schon mal von dir besser gesehen. Und hoch und rum und ja, sehr gut, Paul, das war sehr schön. Und hopp, na, das ist nicht deine Schokoladenseite. Jetzt noch mal zügig und... Ach, Paul, 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 zum Abschluss noch die Liegestütze. Bist du bereit? Ja. Gut, zählen tust du selber. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Oh. Oh, bravo. Fast wie Olympiade. Turnen ist vorbei nun. Schade. Jetzt doch nicht. Zur Osterfeier brauchen wir... Ostereier. Bemalte Eier. Hier ein Ei. Seht, wie es strahlt. Selten, und das ist nicht geprahlt, wurde so ein Ei bemalt. Nehmt nun Pinsel, Farben, Ei und beginnt die Malerei. Denn nur so kann man auf Erden einmal Osterhase werden. Farben gibt es? Rot. Und? Blau. Schön ist auch gelb. Manchmal auch grau. Meters Ei, hier muss ich zeigen. Und das von Heinrich? Etwas eigen. Das Osterfest, nun kann es steigen. Jetzt doch nicht. Och, was gibt's für Sorgen? Herr Lehrer, ich soll Sie an morgen. Morgen? Ich erinnere mich. Großer Schreck. Wie fürchterlich. Ach, es trifft mich fast der Schlag. Morgen ist der große Tag. Warum hast du nichts gesagt? Was ist es denn, was sie so plagt? Hab ich das noch nicht gesagt? Ach, man redet nie genug. Morgen großer Schulausflug. Was ist daran denn so schlimm, dass sie zittern wie im Grimm? Schön ist Wandern in die Weiten. Schlimm ist nur das Vorbereiten. Man darf keinesfalls vergessen, einzupacken, reichlich essen. Fehlt etwas, das könnte stören. Woran muss man denken? Möhren. Petersilie, Lauch. Radieschen. Und Kohlrabi auch. Aber Häschen, komm zu Stuhle. Erst geht's weiter mit der Schule. Denn die Schule will fürs Leben, was ihr braucht, euch Kindern geben. Lernt, dass man vom Weg nicht springt.
nicht in dunkle Büsche dringt. In der Schule? Nein, da draußen, weil der Fuchs tut draußen hausen. Deshalb in der letzten Stunde noch mal praktisch Fuchsfluchtkunde. Kommt der Fuchs, um euch zu jagen, müsst ihr scharfe Haken wagen. Übt noch einmal Haken schlagen. Denn wenn ihr euch hat am Kragen, hilft kein Klagen, muss man sagen. Fritz, Friederike, Franz und Franziska, stellt euch vor, der Fuchs ist hinter euch her. Eine Reihe, Friederike, fang an und hopp, 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 Haken. Hopp, 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 hopp. Nicht schlecht, Friederike, vielleicht nochmal und etwas schneller, ja. Hopp, 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 Haken. Hopp, 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 hopp. Das war gut, das war gut, das war sehr gut. Und jetzt, Fritz, und los geht's. Und hopp, und hopp, Haken. Sehr gut, nochmal. Hopp, und hopp. Ja, sehr gut. Da können wir uns alle ein Beispiel nehmen. Gleich nochmal, weil es so gut war. Und hopp, und hopp, Haken. Fantastisch. Sepp, und jetzt bist du dran. Hä? Sepp, du bist dran. Ach so. Hopp, 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 hopp. Haken. Hopp, 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 hopp. Sepp, der Fuchs ist keine Schnecke. Ach so. Na los, noch mal, nimm dich zusammen. Hopp, 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 hopp. Haken! Ja, das war doch wesentlich besser. Alle bekommen eine 2. Franz, die 1. Sepp. Oh, Sepp. Eine 3. Oh, gut. Wir machen heute als Ausnahme mal 2 Minus draus. Oh, 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 oh. So, nun ist die Schule aus, geht nach Haus. Achtung beim Nachhausegehen. Nun leb wohl, auf Wiedersehen. 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 Zeig dich mal. Liebe Hasen, nicht zu rasen, habt Erbarmen mit mir, Armen. Bin so matt. Frisches Blatt bringt mir her, bitte sehr. Da! Der Fuchs! Laufet Flux! Oh, diesmal ist es euch nicht gelungen. Und ihr seid davongesprungen. Doch, gelingt's beim nächsten Male. Und dann schnappt sie zu die Falle. Ich krieg euch alle. 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 Und jetzt? Wo sind denn meine Zähne? Und jetzt bauen wir um für den Schulausflug. Mit Musik. Schön, ne? Ach Gott. Jetzt geht es wieder los. Aushalten soll, ich weiß es nicht. Oh, mein Kreuz. Oh, wird eben nicht jünger, ne?
Liebe Hasen, lasst uns wandern, immer einen Fuß vom anderen. Och, bei dieser Hitze ist kein Wunder, dass ich schwitze. So, nun sind wir angekommen und die Höhe ist erklommen. Kinder, beschaut euch nur diese herrliche Natur, diese Wälder, diese Auen. Ihr müsst schauen, schauen, schauen. Seht den Vogel dort im Blauen. Ihr müsst schauen, schauen, schauen. So, nun lasst uns weiter wandern. Immer einen Fuß vom anderen. Franz, ich weiß, dass er das kann. Stimm uns nun ein Marschlied an. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig. Ist denn das ein Lied zum Wandern? Sing eins von den anderen. Sonnenschein und Wochenend, wer da noch was Schöneres kennt. Wochenend und Sonnenschein mit Glück zu zweien und Happy End. Na, als Wanderlied ist das sehr mager, dafür aber der neueste Schlager. Oh, lasst uns rasten, liebe Hasen. Setzt euch nieder auf den Rasen, breitet aus das weiße Tuch und packt aus, ist da genug. Ja, Herr Lehrer, ich hab Durst. Ausgepackt nun Tee und Wurst. Ja, packt aus, auf zum Schmaus. Ich bin ja gespannt, wer was eingepackt hat. Ja, Fritz, was hast du denn mitgebracht? Ich? Aber Sie wollten doch genug zu essen und zu trinken einpacken. Ich? Ich brauche nichts. Wer hat etwas eingepackt? Also ich nicht. Ich auch nicht. Es hat mir ja niemand was gesagt. Oh, zwischen Wäldern, Wiesen, Weiden, sitzen Hasen da und leiden. Aber nein, wir sind doch Hasen und wir grasen auf dem Rasen. Jawohl, das ist ja sonnenklar. Wir fraßen stets, was da grad war. Ja. Es wächst so manches Kraut, obwohl es niemand angebaut. Da drüben, da wächst Kohl, den ich hol. Och, mein Mäulchen ist so trocken. Jetzt könnt eine Brause locken, aber... Meine Himbeerbrause steht zu Hause. Endige dein Weh und Ach, trinken kann man doch im Bach. Nichts ist kühler, frischer, nasser als das kühle, frische Wasser. So, nach dem Essen und Trinken wollen wir spielen. Oh, spielen! Pack die Spiele aus. Spiele? Auch die Spielsachen haben wir vergessen. Ich höre etwas knacken. Oh, kommt der Fuchs, um uns zu packen? Was, Fuchs? Mark, 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 mark,
mag, 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 mag. Was? Ich formulierte freier, ich meinte nur, sie legte Eier. Ach so. Diese Eier, merket auf, nehmen wir zum Eierlauf. Ja! Man könnte doch indessen diese Eier einfach essen. Och nö. Nein, die nehmen wir zum Zielen. Bitte nein. Wer kann denn da am besten zielen? Es wird unsere Kräfte stärken, wenn wir üben, Eier werfen. Oh nein, klar doch, Eier werfen. Nein, lieber nicht. Doch, na klar machen wir das. Ach, warum denn? Das ist doch doof. Ruhe. Ruhe, Hasen. Bitte leise. Später gibt es Eierspeise. Aber vorher seid so frei. Lasst rennen uns mit Ei. Also nun, ihr Hasen, auf! Auf zum großen Eierlauf! Wer macht? Du bist erst in der nächsten Runde dran. Ach, immer die Kleinen zuletzt. Ich auch. Nee, die ersten drei sind da. Jawohl, ein starkes Team. Fritz, Friedrich und Max, kommt an den Start. So, habt ihr ein Ei? Klar doch, immer. Natürlich. Zeigen. Max, zeigen. Lass die Spielerei, wenn das runterfällt. Mehr doch nicht. Na, nimm dich mal zusammen. So, also alle an den Start. Auf die Plätze. Fertig. Fritz, das gilt auch für dich. Ach ja. Und los! Und Tempo, Tempo, Tempo! Das wird ein spannendes Rennen. Alle drei Hasen liegen noch gleich auf. Ich bin gespannt, wer erster, zweiter oder dritter wird. Jetzt kommen sie auf die Zielgerade. Immer noch nebeneinander. Und das ist ja unglaublich. Alle drei Hasen werden erster. Applaus! 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 Ich bin so froh und heiter. Spielte gar zu gerne weiter. Doch, wir haben ja indessen alle Spielsachen vergessen. Es gibt Esstier zum Glück und die brechen wir in Stücke. Wie? Und dann nehmen wir die Stöcke und verkleiden uns als Böcke. Was? Alle ab nun ins Verstecke. Oh ja! Das ist ja sonnenklar. Wir spielten stets, was da grad war. Oh, oh! Platz da! Jetzt komm ich! Ich bin der starke Ziegenbock! Platz da! Ich bin der starke Ziegenbock! Geh weg, ich war zuerster. Geh weg, ich war zu zweiter. Und ich bin stärker. Gar nicht wahr. Geh sofort weg. Nein! Geh sofort. So, dann werde ich dich jetzt wegschieben. Gut, dann eben anders. Erstaunste was? Na, ich habe noch einen Versuch frei. Und... So, und jetzt bei drei wirst du fliegen. Ha, ha, ha. Natürlich. Eins. Zwei. Ich zähle. Zwei. Ich zähle. Eins. Zwei. Du willst wissen, was? Und... Drei. Und... Guck mal, was ist denn los? Der wird ja mal größer.
Man kann ja gar nicht größer werden. Doch, nur guck doch mal, der wird immer größer. Das gibt's ja gar nicht. Gibt's doch. Gibt's nicht. Gibt's. Ach, der läuft ja auf Stelzen. Das sieht aber gut aus, he? Wie der das so macht. Möchte mal sehen, wie der da hochgekommen ist. Bitte, bitte, ich möchte wieder runter. Wie ist denn die Luft da oben? Ha, bitte helft mir doch, die meine Beine, Hilfe. Ha, oh, nee, nicht über Kreuz, bitte, bitte, bitte. Ha, ich muss noch nicht. Ha, Hilfe, Hilfe. Ich gebe mir meinen Stock her. Mann, mit einem Stock kann man doch nicht Stelzenlauf machen. Will ich ja gar nicht. Ich mache Stabhochsprung. Oh, klasse, wieder Paul, was? Paul macht das schöner. Gar nicht wahr. Paul macht das überhaupt nicht schöner. Oh, der kann ja drehen. Oh, eins, zwei, drei, vier. Oh, mir wird schlecht. Fünf. Sechs, langsam wird er grün im Gesicht. Sieben, acht. Oh, heute ist richtig schön hier. So ein Schulausflug macht kann ganz schön Spaß machen. Na ja, bei dem Wetter. Wollen wir noch ein bisschen gehen? Na klar. Wir gehen noch ein bisschen. Schön, ne? Oh, was steht denn hier? Keine Ahnung. Moderne Kunst? Fuchs! Fuchs! Achtung! Haken schlagen! Oh. Fuchs! Haken schlagen! Oh. Oh, oh, oh! Das ging ja besser als gedacht! Ihr gabt in der Schule 8. Und als Krönung nun des Ganzen lasse ich die Puppen tanzen. Und ich spiele für euch Theater. Ach, Sie sind ja wie ein Vater. Setzt euch still auf den Hintern. Jawohl. Schule? Bei den Menschenkindern heißt das Stück Augenblick. Aus Papier mache ich hier ganze Gruppe nun von Puppen. Aus dem Puppentheater? Ist da vielleicht auf der ersten Reihe noch ein Platz frei? Ich bin doch so klein, den sehe ich doch nicht. Ein Glück, das Puppentheater hatte ich die ganze Zeit in der Hosentasche und keiner hat's bemerkt. Und das hier? Naja, macht nichts. Das hier ist die Beleuchtung fürs Puppentheater. Naja, früher haben wir Kerzen genommen. Heute geht's mit Batterie. Taschenlampe. Das ist ein Puppentheater? Mit Vorhang. Toll! Und Glocke. Oh! Schön! Erst Thesen zum Lesen. Dabei soll's nicht bleiben. Wir lernen schreiben. Und nun... Lies, Paloma. Mama. Ba. Ba. Oh. Ma. Was ist Lesen? Macht das Spaß? Menschenkinder lernen das. Wer schreibt ein A? Ich? Ich kann das ja. Bravo. 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 Und als Krönung nun des Ganzen gibt es großes Kindertanzen. Oh ja! Mit Musik.
Und als Krönung nun des Ganzen gibt es großes Hasentanzen. Oh ja, Minna, darf ich bitten? Oh ja, sehr gern. Ah, wir wollen auch tanzen, wir auch. Na, wenn die Musik noch ein bisschen läuft, das ist kein Problem. Ach, man hat doch nie genug von so schönem Schulausflug. Auf dem Heimweg wandert gerne man mit der Papierlaterne, dann zu Haus im Mondenschein plumpsen sie ins Bett hinein. Und im Traume noch einmal wandern sie durch Berg und Tal. Ach, man hat doch nie genug von so schönem Schulausflug. Das war's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.